Aber wir sind die andere Quest hier, die wir noch machen müssen. Aber wir sind immer noch in dem Raum, sehe ich gerade. Doch, wir werden jetzt irgendwo anders nicht teleportiert. Wow. Okay. War eine knappe Kiste vorhin. Wait, I recognize these mountains. I must hurry. Oh Gott, Gegner, viele Gegner. Ja, ich schieße. Ich schieße mit meinem Leben. Nicht so wortwörtlich. Was mein Raptor frisst. Den seine Leiche macht eine Brücke, ja. Okay, ja, der ist zu mir rübergekommen. Ey. Den wollte ich gar nicht bei mir haben, ey. Zaubertempo, was ist denn Zaubertempo? Naja, Geschwindigkeit, wie dann, wenn der Zauber getriggert wird oder so. Abwägungszeit oder was? Ah! Wie lange der dauert, bis er den Zauber einsetzt oder so, nehme ich mal an. Das ist eine Abklingzeit, oder? Viele Gegner. Nicht genug Gegner, niemals genug. Sorgt die Faust, meine Tiere. Mit hier gegen Engel oder was sind das für Putzi? Oder nicht? Tun gegen brennende Tiger kämpfen. Die schon dahin elektrisiert. Oh. Ja. Deine Miniskorpion dreht voll durch. Aha, ich schnarch mir. Ich frage mich, ob wir gerade hier von dem Easy Modus spielen mit unseren Companion Builds hier. Weil halt irgendwie als overpowered gilt oder irgendwie so was. Ich habe gehört, in Diablo Barbaren sind irgendwie die schlechteste Klasse gewesen. Ja, okay. Ja, angeblich, weil ja, halt, weiß nicht, weil alle anderen Klassen bessere Fähigkeiten und so haben anscheinend. Hm. Oder vielseitiger sind oder irgendwie so was. Oh mein Gott, sein Land ist voll weggeflogen. Ah, da ist er wieder. Voll in die Luft geworfen, da ist sie wieder gelandet. Ja. Jetzt habe ich so ein Okay, cool. Jetzt habe ich so einen Lanzenträger, weil ich ein Skelett in der Lanze habe. Ja. So, der brennende Wald. Er
ist doch nicht am Brennen. Das muss so aussehen. Schön, dass die nächsten Gegner. Oh. Was sind hier los? Kommen wir ja nicht durch, okay. Ich dachte, wir müssen irgendwie so. Jedes Mal, wenn die schießen, müssen wir da vorbeigehen, oder? Mein Gott. Ich komme mir vor wie so eine historischen Schlacht hier gerade. Ich bin ja verein. Überschätze ich mich dann. Hier so rein, kämpfen gegen eine ganze Armee. Da ist eine brennende Katze. Ich drücke die ganze Zeit den falschen Knopf. Ich glaube, wer drückt denn den Knopf, dass er den streichen will, oder hat? Ich kann jetzt wirklich für den Pet-Button. Rombum 45. So. Ausgezeichnet. Das hier, ne? Also das Begleiter, ja. Na ja, ja, ne? Ja, der ist einer, ja. Naja. Ja, ja, das ist, ja, ich habe, weiß nicht, wenn einer meiner Skelette stirbt, besteht eine Chance, dass der durch den Lanzenträger ersetzt wird. Okay. Der stärker oder was? Nee, aber den muss ich beschwören, der ist ganz interessant, der. Ich dachte, der nimmt den Platz vor den ein und trotzdem haben sie mehr Diener als je zuvor, weißt du? Ich weiß nicht, ob der stärker ist, aber automatisch, wenn der nimmt halt den Platz von dem Nachbarn. Kann den Platz von dem Nachbarn nehmen, ohne dass ich irgendwas machen muss. Was ist da gut? Oh nein, nein, er ist elementar. Was machen wir hier? Was ist denn für ein Zeichen hier? Ich glaube, jetzt wieder was. Ist ja ein Boss oder irgendwie so was? Komm mal mit hier hin. Das Ding hier. Irgendwie anders aus. Ja, wenn ihr den freilässt, kommt dann ein Boss raus. Da würde ich setzen auch. Ja, machen wir mal. Boah. Hier, Ah, Ding verfolgt mich. Aua. Schon wieder ein verbannter Magier. Ich will überhaupt nicht, wogegen wir kämpfen, ey. Ich will keinen Boss behalten. Ich will nur meine Diener auf irgendwas einprügeln. Ist da was? Ja, ja, klar. Ich kann den Gegner nicht sehen. Was war das denn jetzt? Ich habe nur gesehen, wie sie eine Horde auf irgendwas eingeprügelt hat. Ich habe nicht mal einen Boss behalten gesehen. Was zum Teufel, was? Ja, da war ein Boss behalten. Ich habe die meiste meine Lebensbalken gesehen, ja, von meinen. So, irgendwas hat der gedroppt, ich weiß noch nicht was. Experimentelle Elan-Schuhe, die er, ne, ja. Erhöht Nahkampfgeschwindigkeit, Lempo, Ausdauer. Nahkampfschaden, ich mache keinen Nahkampf. 9% erhöht Schaden genommen, was? Also meine alten Handschuhe.
Also ich nehme mehr Schaden. ja, nehmen die, nehme ich an. Ich weiß es nicht. Okay. Ah, passiert da, wenn man so viele Companions hat, ne? Ja, aber ich habe ja nicht mal den Boss-Balken gesehen. Normalerweise wird der irgendwie angezeigt. Was war denn hier? Ja, der wurde halt angezeigt, nur weil er so viele Sachen mir sind, nicht, ne? Mir wurde er nicht angezeigt. Das ist es, der wird mich irgendwie gestört hat. Oh. Hast du nur noch zwei Diener drin? Was? Nee. Einen hast du bei mir nur noch. Bei mir sind noch einen bei den. Nee, ich hab fünf Sachen. Okay, okay, die sind alle in einer Reihe gewesen bei mir. Ja, deshalb habe ich die nicht gesehen auf der Karte. Ach, auf der Karte, okay, ich wollte schon sagen. Siehst ja, da war nur ein grüner Punkt hinter dir bei mir auf der Karte. Okay, ich dachte, du meinst da oben bei meinem Porträt, weil. Nee. Dürfst du da gar nicht sehen, ich, oder? Das kann ich nicht sehen, das wird bei mir nicht angezeigt. Ja, ja, wird, ja, deine werden auch nicht bei mir angezeigt, deswegen. Ich hab sehr viele gerade. Ja. Ich kann gar nicht wissen, wie das aussieht, ey. Ich meine, ganz cool, der Speerkämpfer, der, solange der nicht stirbt, geht der nicht weg. Ja, das ist cool. Ja, der hat kein Zeitlimit oder so. Ich kann immer noch meine anderen rufen. Jetzt habe ich 3, 7, 7. Boah, wer ist er denn? 12. Er ist Hirschmensch. Ich habe irgendwas mit 13 den Leuten, die mir hier folgen. Wir sehen Ladebildschirm. Ja, ich sehe es. Das ist wahrscheinlich, weiß ich nicht, was das Mann, ist. Bär, Hirsch. Das ist ein Tower hier. Okay. Okay, der Wald ist ein bisschen am Brennen, ja. Ich weiß nicht. Boah, deine Skeletten sind alle Feuer. Ja, mein Golem ist Eis. Ja. Oh Gott, da ist Mann, der Schwein, Hirsch. Wow. Ich habe erst einen Verbündeter. Ja. Der tut alles one-shotten. Herod, oh, mein Gott. Was bei mir ruckelt, also ich hatte ein bisschen mehr. Okay. Was ist das denn jetzt hier? Ein Schild aus Eis. Sieht aus wie dieses eine Stahlfohl-Pokémon. Ja, sind Phönix in Schwarz, ey. Ich glaube, Joshua ist böse, Daniel. Ja. Oh nein! Hirsch, nein! Nicht Mann, Bär, Hirsch. Mann, Schwein, Hirsch. Ich glaube, das ist Bambis Vater, oder? Ah, tut mir leid. Ja, aber ich bitte dich, lass mal nicht mein Volk vernichten. Ach, weil hat der eine Gott? Ja, der Sonnengott. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was, ich weiß gar nicht, was für eine Story die hier ist. I was too late. Ach, wir sind wieder in der Vergangenheit, oder? Ja, ich glaube ja. Ich kenne also schon, die haben auch früher, warum kennt ihr uns nicht? Also nehme ich an, wir sind in der Vergangenheit. Ja, die ist jetzt nicht mehr in Untot. Ja. Boah. Das ist Gungin hier. Dem will ich auch beschwören können. Ja, ganz genau. Ich will auf ihm reiten, kannst du unbedingt. So, okay, wir sind wieder in der Stadt, alles klar. So, bevor wir hier in der Story weitermachen, müssen wir mal gucken, wie kommen wir hier zu dieser anderen Quest hier. Wir haben die ganze Zeit so eine Kapitel 5 Quest. Geht zum künstlichen Wegpunkt. Wir machen hier die ganze Zeit schon weiter, ey. So, ist hier... Oh, weiß ich doch nicht. Ich weiß, wessen Schulter das ist. Hier ist noch eine Nebenquest. Yes? Medizinmann, endlich jemand, der helfen kann. Ah, ja, ich hole dir deine Zutaten.
So irgendwie so ein Skillpunkt Resetter irgendwo. Ich möchte so einen Punkt resetten. Das ist alles so an einem Ort. Ich weiß nicht, ob da auch einer ist. Das ist ein Shop, mein Gott. Hab ich auch vorher nicht gesehen. Yes. Hier kann ich nicht mit dir reden. Ich will kommunizieren. Okay. Verkaufen, verkaufen. Verkaufen, hätte ich mir eigentlich aufbewahren sollen, egal. Verkaufen. Verkaufen, verkaufen, verkaufen. Ja, verkaufen. Alles wieder leer. So. Hast schon mit dem hier geredet? Das ist eine Frau, ja. We don't have much time. We need the lance is cursed from misfortune. It lies deep in far wood, hidden away. We will have to speak to nomads, which is unfortunate. Perhaps I sense a. It is not my place to question. Though I will not lie and claim I have no res. Then pray my res. You will speak to the nomads. With their help, we will reach. They will reveal the path to Herod's temple. Okay, your gold. So, wo ist die andere Quest hier? Hier heißt die der Wüstenwegpunkt. Wo ist das? War kurz ein Abstecher dahin. Mit wollen wir mal hier weitermachen. Dahin müssen wir. Der Weg von der Wegpunkt von Majelka. Oh, geh ich mal dahin. Nein, Majel, mach das nicht. Widerstände können negative Werte erreichen, was den erlittenen Schaden erhöht. Dann werde ich von der, von der Schneeflocke getroffen, fall einfach tot um. Dann kippt er um und völlig voll gestoppt. So. Mit meiner Hacke bei. Da, da bist du. Ich bin nirgendwo. Da, das Ding hier. Auf höheren Stufen. Mit dir, Kollege. This is the artificial waypoint. Can't say I'll enjoy using it. What we can do is quickly on my signal. Haben wir das schon gemacht? Ja, irgendwie schon. That should do it. What? This waypoint's harder than I anticipated. But no worries. All good now. Haben wir hier vergessen oder was? Just in time. Looks like we've got company. Anyway. Off you go. Nee, das ist neu. I'll see you on the other side. Nee, das ist doch neu, oder? Ich weiß das nicht, Daniel. Ich hab mir ja gerade die hier. Ja, du warst doch hier. Ich hab jetzt gerade noch irgendeine Quest abgeschlossen hier anscheinend. Oh, da kam wieder eine Cutscene, ne? Ah, okay. Ja, ich hab sie übersprungen. So, und nun, Kollege. Interesting. I can get us to the mountain. But as far as finding the Emperor, one wrong move and I'll go for her legs. You, her head. Sound plan? Okay. Was ist hier irgendwie? Ist hier keine Quest oder so? Ich glaube, hier ist nichts mehr, ne? Ich glaube, hier ist nichts mehr. Also wäre fertig. Ich weiß nicht genau, was wir jetzt hier gerade gemacht haben, aber. Keine Ahnung. Vielleicht haben wir nicht mit dem geredet danach oder was? Irgendwas ist hier noch. Oh mein Gott, wo sind die Quests hier? Ihr kriegt mich nicht, ihr! Ich krieg mich selber!
Ich kann mich hier selber umbringen, ja. Guck mal, Daniel, ich bring mich selber um. Ja! Schneller, schneller! Ja, jetzt habe ich meinen Geist gespawnt, weil ich unter der Hälfte bin. Das ist echt schwierig! Die Heilung ist zu schnell! Hallo! Ich gebe auf. Machen Sie weiter! So. Mach weiter! Daniel feuert mich an, ey. Aber die Heilung wird immer schneller, ey. Ich wollte dich ja selber heilen, aber ich kann dich leider nicht heilen. Ich glaube, tiefer geht das irgendwie nicht hier. Hallo, ist verreckt! Ja, unter 200 geht das irgendwie nicht. Oh. Oh, hier ist das. Da müssen wir hin. Ich gehe mal dahin. Erinnere mich an irgendwie so ein YouTube-Kurzvideo irgendwie so. Hier, wenn du diesen Knopf drückst, wirst du bringst du dein Leben um ein Jahr, und dann ist einfach so ein Typ, der drückt einfach drauf. Wenn du weiter dann drückt. Der drückt einfach immer mehr. Ohne was zu sagen. Ja, Masturbation erhöht deine Lebenserwartung. Das ist auch so was, ey. Dann sag ich dir so ein Typ, oh, dann werde ich ewig leben. Nein, mein Geist ist tot. So, hier ist irgendwo noch was. Die Gespensterdüne. So. Soll ich meinen Wolf zu einem Eiswolf machen? Dann habe ich Elektro und Eis. Dann habe ich Gift. Mein Raptor hat nichts. Mein Raptor ist auch Gift. Vielleicht soll ich meinen Skorpion dann noch ein Metallskorpion machen. Kann ich irgendwas zu Feuer machen? Ich hätte auch irgendwas was in Feuer. Ja, nichts zu Feuer machen. Ich habe keinen Blitz überhaupt bis jetzt irgendwie was gehabt hier. Ja. Ich kann irgendwas, dann hätte ich alle Elemente so irgendwie gecovert. Eisen ist auch ein Element, ja. Eisen ist irgendwie, weiß nicht, da tut irgendwie so Rüstungsdurchdringung machen, anscheinend. Ja. Ist nehmt Eisen da auch ein Element? Nein, Patrick, nein, Eisen ist kein Element. So, wir müssen mal lang. Na gut, dann kann ich den Angriff ja spammen, ohne mir Gedanken darüber zu machen, ob ich dabei drauf gehe. Ja, eigentlich nicht, ey. Wenn ich da dann noch Schaden von den Gegnern nehme, dann gehe ich ganz schnell drauf, ey. Aber du nimmst schon keinen Schaden, ne? Ja, solange ich im Hintergrund bleibe, ne? Und dir alles überlasse, ja, das ist ein guter Plan. Ja. Ich glaube, wir müssen mehr durch die Zeit reisen. Völlig durch die Zeit. Ruined Coast, alles klar. Da müssen aber noch übersetzt werden, Leute. Was heißt denn das? Ich verstehe das nicht. Boah. Da steht die zerstörte Küste. Das macht keinen Sinn. Was heißt denn das? Er hat doch nicht die ruinierte Küste. Nee, die Küste, Küste, was zum Teufel? Der Daniel, der sieht echt geil aus, ey. Den Charakterdesign, das haben wir noch nicht so ganz. Unsere Charaktere sehen voll scheiße aus. Ja. Wahrscheinlich findest du das gut, dass du so einen Stein als Schild hast, aber ich finde das sieht voll, weil ich unprofessionell aus. Ich tue den schon irgendwie seit Stunden, also seit Tagen tue ich den tragen jetzt schon. Mehr seit Wochen, weil wir nur einmal in der Woche spielen. Ja, ja. Ich habe den ganz am Anfang gefunden, ich trage den immer noch. Ich habe irgendwie noch nichts Besseres gefunden. Ich habe meine Klamotten auch nicht großartig geändert. Ich sehe aus wie so ein Freak, ey. Ich meine, ich habe so eine Kapuze mit so einem Skelettgesicht. Ich sehe so aus wie so ein Schlumpf, ey. Unser Drip ist voll im Eimer. Ja, irgendwie schon, ey. Der Golem wird ja immer größer, da kommt mir dann nur so vor, ey. Wenn ich an ihn denke, wird er noch größer. Und dann fängt er an zu jucken, ganz furchtbar. So, suche die verlorene Tafel. Okay. Ich würde sagen, irgendwie ist ja nichts auf der Map verzeichnet. Ja, bei mir auch nicht. Oh, Gegner.
So, oh, Ring. Legendärer, einzigartiger, was auch immer. Ja, das ist ein bisschen verwirrend, ey. Irgendwie haben diese gelben gar keine Beschreibung, ey. Kölsche, den exakt gleichen Ring habe ich schon. Ja, so die gleichen Effekte alles. So der gleiche Level. Boah. So. Hallo? Das ist mein Falke Throwing. Hast du einen Falken, Daniel? Falke? Nein. Okay, da hat einer im Chat irgendwas gefallen. Falke Throwing Damage. Ja, ich glaube, Ranger hat irgendwie einen Falke. Okay. Ich glaube, irgendeine andere Klasse hat einen Falke, ja. Weil der Vogelcode abwirft. Weil der Vogelcode abwirft, ja. Das ist eine Antwort, die du gegeben hättest, ey. Last Epoch Tools.com. Max Bone ist Müll XD. Ja, ich habe so für Diablos irgendwie auf Deutsch gar nichts irgendwie so gefunden, so an Guides oder irgendwie sowas. Der Deutsche spielen sowas nicht. Ja, so verstehe irgendwie, ich so Blizzard und so, ne? Ja, noch nicht, ja, noch eine Ruhe. Die Deutschen hassen wir. Wir dürfen Blizzard nicht unterstützen, das ist ein ganz beschissener Verein da. Ist er auch, lach nicht darüber. Wir dürfen keins von deren Spiel spielen. Ja. Schaut zurück auf seine 140 Parts Diablo 4. Oh nein. Mein Säbelzahntiger hat so einen Schlitzangriff. Ist er dann besser? Ja, ich kann ihn aktivieren, also erstmal was Gutes. Oh, oh, let's be blade. Oh, ja, da drin ist er irgendwo da drin ist er. Den schnapp mal. Jetzt kann ich ihn nicht so weit Lebensenergie von dem sehen, aber vorhin hast du, ich hab nicht mal einen Bossfalken gesehen. Oh, er hat ein großes Gelbes fallen gelassen. Das leuchtet bis in den Himmel. Ah, oh, bei mir nicht. Aber hier. Die Saphir-Tafel ist in einem makabren Schrein eingebetet. Jetzt gehört sie mir. Was ist denn das? Sonnenkranz. Ring ist das. Chance auf Entzündung bei Nahkampftreffer, Nahkampffeuerschaden, Flammenfächer zu Feind im einen. Ja, benutzt halt nicht. Für dich dann? Ich benutze jetzt keine Nahkampfsachen mehr, also. Ich auch nicht. Da ist mein Nahkampfangriff hier. Das ist der einzige Angriff. Okay, alles klar. Ich greife nicht mal an, ich weiß nicht. Die Axt ist nur Dekoration bei mir. Alles klar. Oh, wir Flashbacks von Old Republic. Nein, er ist auf mich zugekommen. Was mache ich jetzt? So. Hast du überhaupt schon deine letzte Fähigkeit bekommen von Totenbeschwörer? Welche meinst du? Stufe 40? Ja. Oh, stimmt. Darauf habe ich gar nicht geachtet. Boah. Muss ja erstmal genug Punkte da reinpacken, ne? Ja, irgendwie nicht. Hab ich nicht gekriegt. Ich habe noch nicht. Ja, das war nicht genug Punkte da reingepackt, ne? Das kann gut sein. Du brauchst. Weiß nicht. 35? 35, glaube ich. Muss es da reinpacken. Ja, habe ich noch nicht. Ich habe 28 da drin. Ja, du hast ja erst noch den Akolyten weiter hochgelevelt, ne? Ja, den habe ich schon auf 30. So, den tust du noch weiter? Nein, habe ich jetzt nicht mehr weitergemacht, aber bevor ich das gemerkt habe, habe ich den auf 30 gebracht. Ja. Also zurück. Wieso, das tut auch meine Weil das hat
Das ist ein Dungeon hier, sehe ich gerade. Jeder Dungeon-Versuch erfordert einen Schlüssel. Wenn du stirbst oder die Arena durch den Portal verlässt, scheitert der Versuch. Okay. Lost Sapphire in Lagasa. Das mir kommt auch aus der Vergangenheit. Ja, ich finde ich ja. Wenn sie noch regieren, dann könntest du aufgrund der unglaublichen. Los, Daniel, besiege den Dungeon. Oh, mein Gott. Lauf durch Labyrinth. Stufe 55. Steht hier. Ja. Was sind wir? 45. Nee. Das wird, glaube ich, nichts. Na gut. Okay, das Level 55 ist mindestens. So, diese Viertafel, die müssen wir noch zurückgeben. Da müssen wir zu das Helm des Orakels. Oh, wir wissen mal Bescheid. Ja, zwei Schlüssel habe ich ja. Ich weiß nur nicht, ob ich da bestimmte Schlüssel brauche oder so. Wo bist du? Ich hab mich wegteleportiert. Wir müssen die Quest hier abgeben. Ich will das Sanktum betreten. So, Quest abgeben. Yes. So, oh, zwei Götzenslots. Habe ich dann noch irgendwelche Götzen, die ich da reinpacken will? Keine Ahnung, nur zwei kleine. Mungetsu. Irgendwie habe ich ja nichts. Nein. Raven Kilux. Schon erhöht Giftschaden, erhöht. Dina Giftschaden. Madresola. Lark Kange. Kange. Lurjus. Kommst du gerade einen Schlaganfall? Biskuis. Ist so gerade die Namen der Spieler oder was? Ja. Gib die Quest ja, dann kriegst du kurzen Slot. Ja, da ist Raven Killux, ich weiß. Ja, Formor. Los, komm, darf Vargoe heißen. Komm, wer auch immer der heißen. Wer ist er denn? So, nächste Quest, dahin. Tor des Champions, Stufe 47, Arena. Finde die Nomaden. Ah, da müssen wir sowieso hin. Die Eishöhlen. Aber da müssen wir überall hin. Nein. Dann gehen wir zu Herborea. Lüge. Du hast die Quest abgegeben, deine Götzendinger bekommen. Ja. Gut. Das ist Bro-Barian, oh nein! Er ist ein Bro und ein Barbar, Daniel. Ja. Wie sieht der nicht aus wie ein Barbar, ey? Der sieht aus wie so ein Prince Charming.
zwei Schwerter in der Hand und eine goldene Rüstung mit einem Cape. Abends schlachtet der Leute ab und mittags geht er surfen, Alter, okay? Du siehst mehr aus wie ein Barbar als der. Oh, hey. Nein, tue ich nicht. Impossible. Also, na, Impossible. Ich weiß, was für ein komischen Denial-Phase du da gerade bist, ey. Der deine versucht, deine schandhafte Vergangenheit als... Ja, jetzt bin ich direkt wieder weg. Ochsenknecht. Ja, jetzt bin ich wieder weg. Was soll das heißen? Du bist wieder weg. Ich fühle mich ganz zu dir am Port. Ja. Ich habe schon gesehen, wie du da neben mir standest. Da bin ich direkt durch das Tor gegangen, da. Ah, hier ist eine Quest. Ja, ich habe die angenommen. Ein herobrianisches Heilmittel heißt die Quest. Hast du die? Ja. Gut. Jetzt müssen wir an verschiedenen Orten gehen und Zeug sammeln. Damit er, den Stoff herstellen kann. Oh, meine Sachen sind nur alle beschworen, ausgezeichnet. Ja, auch. Mein Lanzen-Ding ist immer noch da. Ey. Oh, was ist denn das für ein Dramatina? So, Gürtel plus 5 Trankslots. Was? Da hätte ich lieber meine Rüstung. Die Punkte auf dem Feld. Fröhliches Gebell. Fangtierchen 101. Hunde auf der Flucht 101. Der Martinez singt der Hund 101. Jetzt geht's rund. Push Gas, Kunterbund. Das war ein brennendes Mammut. Nein, ich hab's nicht gesehen. Das Ding, ja, okay, ist kein Mammut, aber sag grad so aus, ey, weiß ich nicht. Was ist das, ey? Oh, Eisspinnen. Ja, hey. Okay, da oben ist irgendwas. Was? Warum ist die Hauptquest? Anscheinend. Was? War das ein Ziegenmensch? Das war ein Ziegenmensch, oh mein Gott. Was? Ich glaube, jetzt wird ja Blizzard dieses Spiel verklagen. Ist gut, dass ich nicht dadurch sterben kann, dann kann ich ohne Rücksicht draufballern. Oh, da ist einer deiner Diener gestorben, Daniel. What? Nein! Ja, du musst ihn wiederbeleben! Mein Face wieder zu sehen. Ich kann sogar ein Nickerchen hier machen. Wie ist denn das passiert, Mann? Wow. Au, oh Gott! Oh, fucking hell! Was ist gerade passiert? Er hat mich angesprochen. Bist du gestorben? Ja. Ich habe mich einmal angegriffen und ich war weg. Ja, mich wurde angesprochen. Er hat mir übelst viel Schaden gemacht, ey. Ja, ja. Ich habe es gemerkt. Ich habe es überlebt. Boah. Ich komme mir vor, als würden wir hier gegen die sieben Menschen von Diablo kämpfen, ey. Ich komme. Ich warte auf dich, Daniel. Wer kommt denn da noch? Verpiss euch, Gefäß. Bin aufgestiegen, Stufe 46. Fass mich nicht an. Warte ich nicht. Du kannst dich auch zu mir porten, das weißt du, ne? Ja, verdammt. Nein, du hast Erfahrungspunkte bekommen, ich nicht. Ja, nein. Ah, die Suppenkelle.
So muss das sein. Anyway, das ist Blasting. Oh, da bin ich wieder. Nein, nicht anspucken, nicht anspucken. Ich glaube, das waren diese komischen Säbelzahntiger mit den zwei Schwänzen, die uns da angesprungen haben. Ja. Well, ich weiß nur, ich war mit einem Schlag auf einmal weg. Ja, mir hat er doch, ich weiß nicht, warum ich das überlebt habe. Ich glaube nicht, dass ich so viel Rüstung habe jetzt. Ich kann die da unten angreifen, ja? Ja, ich auch. Auf sie los, auf sie los. Nein, auf sie los, habe ich gesagt. Guck mal, meine Diener sind schon lange nicht mehr gestorben. Ja, sie los, ey. Oh, jetzt wieder so ein Boss. Ich komme, wo bist du? Den wir hier aufmachen müssen, oben links hier. Ja, so ein verbannter Magier, nehme ich an, heißen die wieder. Ich mal sehen, ob ich den nächsten Mal sehen kann, ey. Das war alles ja kaputt. Jetzt bin ich auch wieder. So, eine Sekunde. Ich nehme das hier. Okay. Ja, diesmal kann ich den Balken von denen sehen. Ah, das Eis verfolgt mich. Nein. Jetzt, wenn du dich teleportierst, mein Feuer kannst du nicht entkommen. Das finde ich gut, er teleportiert sich mit dem Gegner. Und dann haben wir ihn. So, schon wieder Experiment. Experimentelle. Ja, habe ich auch. So, haben wir nicht letztens? Ich habe letztens schon Experimente anschaut. Ausweichwerte, Nahkampfgeschwindigkeit, erhaltene Schutz bei Tötung, Ausdauergrenze, wenn in der letzten Zeit nicht getroffen wird. Rüstung, nehmen wir das. Okay. Wow, schon wieder so einer. Okay. Na dann mal los. Hier unten ist irgendwas. Boss. Neu. Recht. Mal so umleuchten. Ich dachte, da wäre was. Da war ich. So, die Eishöhle. Irgendwie kann ich das nicht anklicken. Doch. Die Eishöhle. Blutsau und das Leiden, Blutung verursacht physischen Schaden. Alles klar. So. Ich schaffe einen Bitterflügelzahn aus den Eishöhlen, das ist klar. Wir müssen sogar. Wir werden von hinten angegriffen. Geht auf sie los, Leute. Meine Tiere gegen eure Tiere. Oh, das ist ein großer. Oh, ist tot. Nein,
Ja, wenn der dann einen eigenen Zoo hat, sagt er zu seinen Tieren nur los, kämpf! Ja. Aua. Boah. Diese Wellen haben weh getan. Das ist ein Heiltrank. Das ist aber ein großer Bär, ey. Sorry, Einzelteile überall rumfliegen. Wie einfach über Gaub nicht an mich rankommen, hätte ich ganz in den Minion stellen. Ja. Hier sind ja auch Gegner. Schon wieder so ein Boss. So ein Magier. Ja, ja, Güte. Bringt, aber... Ruhm und Ehre bringt das. Nein, teleportiere ich zu mir. So, schon wieder Experiment. Okay. Was ist das denn? Soll ich das mal ausrüsten? Ja, ne. Ja, ein bisschen Helm. Ist ja mehr Rüstung. Das war blau, aber was soll man machen, ne? So. Diese sind sehr viel schlechter. Hey, die hier sind dann, ne? Ich weiß nicht, was wir gerade bekommen haben. Ist jemand schlechter? Oh, ein Bär. Könnte ich ja auch noch haben eigentlich, aber ich finde den nicht so dolle. Meine Tiere schaffen hat schon. Was hat er für ein Eisschrei? Keine Ahnung, weil ich war das nicht. Eisbeam! Das habe ich schon, da hat ja die Runde gemacht, dass der, wenn der weiterflogen, da gehört von der X-Men Zeichentrickserie da. Ja, X-Men 97 genau, oder irgendwie dort, ne? Genau. Ja, das ist die Fortführung, von einer sehr alten Zeichentrickserie, die sehr alt ist. Kam die nicht relativ gut an, so ein bisschen? Ja, sehr gut sogar. Das, was die Leute überrascht hat, dass das keine Neuauflage ist, sondern dass die Story von Jahrzehnten, das ist schon Serie, die ist schon, die originale Serie ist schon Jahrzehnte alt oder so. Ja, 97 nehme ich an, ne? Ja. Deswegen der Name. Die Story fortgesetzt haben, wo die Serie, die originale Serie aufgehört hat, ey. Das hat die Leute überrascht. Wir haben sogar ein paar von den alten Synchrosprechern noch mal geholt, ey. Um ihre Rollen noch mal zu sprechen. Kommt da jetzt irgendwie nicht auch ein Film oder irgendwie sowas raus davon? Ich meine, nicht, dass ich wüsste, du. Ne, Wolverine oder so kommt, glaube ich, ne? Ja, Deadpool und Wolverine. Ja, Deadpool und Wolverine, genau. Ja.
Da sind die Leute gehypt, das soll gut sein, weiß ich nicht, mal sehen. Die Deadpool-Filme waren bisher gut, aber... ja, mal sehen. Ist schon lange her, dass mal ein guter Marvel-Film da war ja irgendein Stunk, weiß ich nicht, Disney hat irgendeinen Scheiß gemacht, das hat dem Schauspieler von Deadpool gar nicht gefallen, also... Ja. Oh. Oh. Der hat einfach was Charme, der ist einfach der perfekte Schauspieler, um Deadpool zu spielen, Ryan Reynolds. Ja. Der spielt den nicht, der ist einfach Deadpool, ey. Seine Persönlichkeit passt perfekt dafür, ey. Wow. Und der ist ja nochmal der Schauspieler von Wolverine, Hugh Jackman. Hugh Jackman, genau, der ist auch wieder da. Ja, ja. Haben sich auch alle gefragt, ob der nochmal wiederkommt, um Wolverine zu spielen, weil in dem Film ist Wolverine gestorben, also. Ja, der war ja irgendwie der perfekte Schauspieler für den, ne? Hab ich gehört. Ja. Ich glaube. Einige, da gibt es auch die Vermutung, dass der nächste Harry, der Daniel Radcliffe, ja, der nächste Wolverine sein soll, das wollen Leute, der Schauspieler, der Harry Potter gespielt hat. Ja, ja. Oh, hier sind viele Gegner. Aber wir sind auch viele Gegner. Ja. Mal schauen, was passiert. Ja, mal sehen. Wir können alle nur beten. Ja, irgendwie schon, ey. Wow. Hier trefft mich nicht, hier sind überall Gegner für euch. Ein Gegner nach dem anderen zermürbt. Und hat wir irgendwas machen müssen. Hier sind viele Gegner, ey. Ja, der erinnert mich schon ein bisschen mehr an Diablo, ey. Wo ist es? Begleitet. Ja. Muss ich mal gucken, was da neues. Oh, ich habe meine Fähigkeiten aufrüsten, aber immer. Wo wollte ich jetzt? Ja, ich kann mehr Skelette beschwören, da will ich hin, genau. Nein, sowas will ich auch haben, mein Begleiter. Davon habe ich übrigens viele und immer wieder mit irgendeinem anderen Namen, ey. Ich weiß gar nicht wieso, ey. Ich habe keine einzige Fähigkeit, wo ich meine Begleiter erhöhen kann. Außer ich habe eine Passive. Und das war's. Ich habe Dutzende Fähigkeiten bei meinen Krähen, die irgendwie den Schaden erhöht, je mehr Krähen ich habe oder irgendwie so. Da war ich. Ich habe nirgendwo eine Möglichkeit, irgendwie meine Krähen zu erhöhen oder mehrere Krähen zu haben. Ich so Gefühl. Ich kann mal meinen Golem erweitern. Das bringt mich, weil nicht. Was ist das? Wer der letzte Lacher lacht am besten? Das ist kein richtiger Satz.